Die Vorstellung der Handreichung für den Alexander-von-Humboldt-Schülerwettbewerb fand im historischen Besprechungsraum des Bergamtes Nordbayern in Bayreuth statt, wo einst Humboldt selbst als Chef der preußischen Bergbauverwaltung tätig war. Der Vereinsvorsitzende des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums Schloss Goldkronach, Hartmut Koschig, berichtete, wie die Idee des Schülerwettbewerbs im Jahr 2019 anlässlich Humboldts 250. Geburtstages initiiert worden ist, als zusammen mit der Rainer-Markgraf-Stiftung ein fränkischer Alexander-von-Humboldt-Nachwuchspreis vergeben wurde. Umgesetzt wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit Fachleuten vom Institut für fränkische Landesgeschichte, insbesondere Direktor Professor Martin Ott und dessen Mitarbeiterstab, darunter die inhaltlich verantwortlichen Autoren Carsten Kissinger und Michael Kasmarski, sowie Dr. Markus Mühlnickel, Felicitas Weiß und Benedikt Ertel als wissenschaftliche Berater. Barbara Renner, Rektorin der Alexander-von-Humboldt-Grundschule Goldkronach, und die dortige Seminarrektorin Nadine Cordes berieten als schulfachliche Expertinnen. Die beiden Grafikerinnen Susanne Pötsch und Kathleen Ackers verpackten die Inhalte letztlich in eine schultypenbezogene Handreichung, gleichermaßen für Lehrkräfte wie für Schülerinnen und Schüler, deren Ergebnis in knapp 200 gedruckten, äußerst ansprechend gestalteten Seiten präsentiert wurde. Ein solches Projekt erfordert Förderer. Einmal mehr engagiert sich die Oberfranken-Stiftung unter der Vorsitzenden des Stiftungsrats, Regierungspräsidentin Heidrun Pivernetz, für das fränkische Humboldt-Erbe. Auch Bezirkstagspräsident Henry Schramm, dessen Bezirkstag ebenfalls ein wichtiger Unterstützer für dieses Projekt ist, hebt die Relevanz von ansprechender Wissensaufbereitung für Kinder und Jugendliche hervor. Alexander von Humboldt wäre heute ein bedeutender Influencer bei der jungen Generation. So Henry Schramm. Neben seinem Dank an die Initiatoren des Wettbewerbs betonte er, dass die Schulaufsichtsbehörde mit Schulabteilungsdirektor Stefan Kuhn den Wert des Projekts anerkannt habe und ebenfalls fördere. Abteilungsdirektor Kuhn betonte, dass die Handreichung auch eine Nutzung außerhalb des Wettbewerbs gewährleiste und künftig noch viele Jahre eine Grundlage für die Befassung mit Humboldts fränkischen Jahren im Unterricht darstellen werde. Der dritte Fördergeber ist die Bayreuther Rainer-Markgraf-Stiftung, deren geschäftsführender Vorstand Florian Prosch mitteilte, dass man das Vorhaben auch zukünftig unterstützen werde. Das Projekt soll ab dem kommenden Jahr in den oberfränkischen Realschulen fortgesetzt werden. Die schulfachliche Begleitung erfolgt dann durch die Alexander-von-Humboldt-Realschule in Bayreuth. Die beiden jungen Autoren, Carsten Kissinger und Michael Kasmarski, sind überzeugt, dass ein so ehrwürdiger Forscher bis heute ein wichtiges Vorbild für die junge Generation darstellt, da er sich neben den Wissenschaften auch sozialen und gesellschaftlichen Themen sowie der Gewährleistung von Menschenrechten gewidmet hat. Die besten Beiträge werden von einer Jury prämiert. Die Preisverleihung soll vor den Sommerferien 2023 in Bayreuth stattfinden und die Schulen haben die Chance, attraktive Geld- und Sachpreise zu gewinnen.